Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und wir gucken uns von Fail Army, jetzt muss ich mal ganz kurz hier mein Mikrofon bisschen besser ausrichten, so. Von Fail Army Best of Naturfails an. Solche Videos gucke ich mir auch immer ganz gerne an und wenn man das so immer vergleicht, ne, mit den Staaten und ich sag mal mit EU-Ländern, ne, da ist es ja immer so ein gibt es immer so Unterschiede. In EU-Ländern ist es immer so, habe ich das Gefühl, wenn eine Wetterwarnung kommt, von wegen es schneit, also keine Warnung, sondern einfach nur es schneit, Busse fahren nicht mehr, Straßenbahnen fahren nicht mehr, Leute bleiben drin, weil ne, Schnee ist halt gefährlich, ne, kann die Haut verätzen, man kennt's. Aber ich finde das so immer in Amerika übelst geil. Da kommt so eine Warnung von wegen Windstärke 180 und die sagen sich, da bin ich damals auf den Bau gegangen, da bin ich damals auf den Gerüst gegangen. Das finde ich immer übelst cool. Ihr müsst mal wirklich so, obwohl es auch Sachen hier in Deutschland gibt, ne, es war ja in Köln oder es war ja jetzt auch vor ein paar Tagen gab es ja hier auch eine Windböe, eine kleine Windböe, die sind auch ein paar rausgegangen, da denke ich mir auch immer so, ja, gut, jetzt seid ihr hingeflogen, habt euch ein blaues Auge geholt, aber seid ihr irgendwie schon selber dran schuld, ne? Oh, da kam Fisch mit. Boah, da kenne ich ein Video, da hat irgendwo mal übelst gepisst. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und dann sind die einfach mit dem Boot lang gefahren. Das ist halt so geil. Die sind dann einfach mit dem Boot irgendwie einkaufen gefahren oder so. Das ist auch nicht schlecht. Ja gut, der ist immerhin weich gelandet, ne? Aber der Schnee ist runter. Was, Nala? Vor allem, wieso dreht der, wieso rollt der sich noch? Honestly, it's right over me at a second. Das hab ich auch mal miterlebt, ne? Das ist mal jetzt Real Talk. Da war schon ein kleiner Bubele, danach hatte ich übel Schiss vor Gewitter, jetzt liebe ich ja Gewitter. Da ist vor unserem Haus, das war 2005, glaube ich, da gab es ja, wie hießen das, Unwetter Sada oder irgendwie so. Und ich habe ja da in der Nähe gewohnt und das war übel heftig. Das sind ja wirklich, ist ja alles umgekippt, ne? Häuser sind umgekippt. Mein Kartenhaus, was ich an dem Tag gebaut habe, ist umgekippt. Die Bäume sind umgekippt. Und da hat es auch an dem Tag richtig, richtig heftig gewittert. Also pro Sekunde gefühlt 5000 Blitze. Und da hatten wir das auch immer, dass ein Blitz, ich war so auf dem Balkon, wir hatten so ein Winter, nennt man das, Winterbalkon, so, also mit Glasscheiben vorne dran. Und da ist genau vor uns ein Blitz eingeschlagen. Ich dachte zuerst so, oh, Flash, was macht denn der hier? Du, ist doch noch gar keine Zeit. Danach hatte ich Angst. Oh mein Gott! Es tut weh. Boah, krass ist die Straße vereist. Oh. Ja gut, aber man muss eins dazu sagen. Stell dir, das Haus sieht fertig aus, ne? Die Außenfassade. Ich weiß ja nicht, was sie dran gemacht haben. Die sparen sich Zeit, ne? Also die sparen sich damit ein bisschen Zeit, ne? Muss man auch so sehen. Ja gut, so sparen die sich keine Zeit. Naja, aber jetzt. Oh, das sieht süß, man.
Sag doch, jetzt haben sie sich ein bisschen Zeit gespart, ne? Man muss es auch mal positiv sehen. Ну вот про это хихикаем, что... Про это тренинг. Про это тренинг, да. You want the ball? You want the ball? Okay, go get it. Hey, wie geil ist das denn? Oh, süß, ey. And right down here is the penis of snow my wife found. So haben mich damals meine Eltern auch immer verarscht. Und ich bin immer drauf reingeflogen. Drauf reingefallen. What is that again, honey? Is that a snow penis? It looks like to me. Karglas repariert. Karglas tauscht aus. Oh shit! Oh shit! Oh fuck! Hä? Ach so, die Tür ist offen. Ich wollte gerade sagen, hier ist hier keine Klarscheibe oder irgendwas. Das ist eine Tür. Ach so. Boah, krass. Bisschen Schnee. It snowed. Oh, I know. I don't like it. I don't like it either. Go away, though. I know. It's terrible, isn't it? Go away. Go away. Wie geil, wie süß. Ey, ich habe ja schon eine übelst beschissene Lache, aber das hört sich voll an wie so ein Maschinengewehr. Shit. That's a person. Warum macht man das? Warum? Verstehe ich nicht. Ach lol! Ich dachte, es wäre ein LKW. Wie geil! Ah, cool. Ich dachte zuerst so, hä? Ich dachte echt, das wäre ein LKW, ne? Hab schon gesagt, dass ich dachte, das wäre ein LKW? Boah, das wäre jetzt so geil gewesen, wenn das Auto so eingepackt wäre, hier in die Lücke so rein. Also dann hätte der LKW-Fahrer, auch wenn der nichts dafür konnte, trotzdem hätte der einen Preis verdient. Einfach so. Das würde bestimmt irgendwo in Russland sein. Ey, das ist geil. Look what you made!
Ah, okay. Ich dachte, es wäre nur so eine verschneite Straße. Oh, das muss doch scheiße kalt sein, ey. Hey, geil, der Hund, ey. So, meine Freunde der Sonne, so hab ich schwimmen gelernt. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, Tornado Hunter, ne, also allgemein, das sind ja meistens so Sturmhunter, kann man ja, es gibt ja so verschiedene Ballungsgebiete und da kann man sogar mal mitmachen, also sprich, man kann da mal mitfahren. Und leider sterben natürlich auch viele Hunter, also habe ich damals mal eine ganze Serie geguckt, da ist auch ein Team dann irgendwann von so einem Tornado erfasst worden. Das Video müsste es irgendwo noch auf YouTube sogar geben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde schon gerne mal so ein Tornado sehen wollen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich will natürlich, dass keiner irgendwie Schaden nimmt. Ne? Bei mir ist es eh schon zu spät mit dem Schaden nehmen. Aber ich meine so mal, ein Tornado von nahen zu sehen, wäre schon geil. Genauso wie ich gerne mal in meinem Leben einen Vulkan, aktiven Vulkan sehen wollen würde. Weil doch die Natur sehr viel bietet, ne? Und gerade so die gefährlichsten Sachen sind ja irgendwie die interessantesten Sachen, ne? Also gut, man kann sich auch Goldfische angucken, aber ist jetzt nie so meins, ne? Ich dachte, seid mal ehrlich, habt ihr die ganze Zeit auf die Antenne geguckt? Ich dachte, die Antenne wäre ein Tornado, der sich gerade so bildet erst. Ich habe das jetzt erst gemerkt, dass das die Antenne ist. Guck mal hier so ganz genau hin, warte. So. Und jetzt dreht er ja die Kamera. Und ich dachte, die Antenne hier, das wäre einfach der Tornado, der sich gerade noch bildet. Aber das ist halt die ganze Wolke hier. Ja gut, ne? Kann mal passieren. Ist halt mega gefährlich, ne? Geil. Alter, was ist das für eine Windstärke? Ist denn das für eine Windstärke? Ist anstatt zu helfen, einfach lachen. Das ist so geil. Würde ich aber genauso machen. Fällt dein Kollege in Lava. Oh, this is stupid. Oh, this is so fucking stupid. Ja, ein bisschen. Aber du hast einen sehr hohen Offroader. Sieht aber nicht so aus. Also, ich muss sagen, mir hat das Video mega gefallen. Also, ich gucke ja privat selber solche Videos an.
Gefällt mir immer. Finde ich immer übelst geil. Also vor allen Dingen, was für Leute manchmal, was für Leute, klar, aber was für Ideen manchmal die Leute kommen, finde ich immer so sehr interessant. Aber auch so Fails zum Beispiel, ne, wie schon gesagt, bei 1 Million Stunden Kilometer dann rausgehen und sagen, ja, ist ja nur eine kleine Windhose. Und dann fliegt man erstmal ein paar Meter, ne? Alle schon gesehen. Es gibt wirklich auch heftige Videos, ne? Das war jetzt nicht so ein heftiges Video. Finde ich auch gut so. Es gibt wirklich auch heftige Videos auf YouTube. Da muss man einfach nur mal danach suchen. Die dann auch nicht mal lustig sind, wo man sich dann einfach nur denkt, okay, ja, wo man schon beim Zugucken so überlegt, na, hat der das wirklich überlebt? Oder wenn, was für ein Schaden, ne? Also ich glaube mal, wenn du mit 180, ne, wenn du dann mitgenommen wirst von Wind und du dann gegen eine Hauswand mit voller Wucht stößt, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man da unbeschadet einfach aufstehen kann. Außer man ist ein Gummimann. Oder ein Gummimensch. Entschuldigung an die Frauen da draußen. Gummimensch. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt sie mir gerne über Instagram, über YouTube oder über Twitter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.